What's up? Hier ist Nexotic. Ich bin Kimbo. Ich bin der Halit. Und ich bin der Johnny. Ja, wir zwei sind die Directors von Nexotic. Johnny ist einer unserer Coaches. Zwei fehlen leider. Das ist David, sein Bruder. Und Sultan können leider nicht hier sein, aber wir vertreten die ganze Crew heute. Für mich ist es auf jeden Fall eine sehr große Ehre, mit den weltbesten Crews auf einer Bühne stehen zu dürfen und für das Ganze kreativ zu arbeiten mit dem kompletten Team. Also es bedeutet jetzt nicht nur mit den Coaches, sondern auch genauso mit den Tänzern. Und ich denke, das wird eine der besten Erfahrungen sein für alle. Und für mich ist es definitiv ein Level nach oben zu kommen, also ein Level nach oben zu gehen, oder besser gesagt, ein Neuanfang für das High Level, so ganz nach oben. Ja, es ist auf jeden Fall eine riesengroße Ehre, dass wir da teilnehmen durften. Wir haben ja letztes Jahr bei der Finals Competition gewonnen, die Qualifikation für Body Rock in Europa. Und ja, wie schon gesagt, unsere ganzen Vorbilder tanzen da, zum Beispiel Coral Cookies mit Creoni, The Company, die ganzen Leute, GRV, und mit denen sich zu messen, ist eigentlich die größte Ehre, die man machen kann als Tänzer in unserer Szene. Und ich glaube, das ist unser Höhepunkt von Nexotic auf jeden Fall. Ich war 2009 schon dort mit Who Cares, hab da mitgemacht. Shoutout an Who Cares, danke dafür. Ja, und ich freue mich riesig drauf. Surreal Crew wird auch wieder auftreten. Die waren vor 5 Jahren wieder da, auch da meine ich. Und jetzt sehe ich die auch wieder. Und es ist einfach ein super Gefühl, da mitmachen zu dürfen. Ich finde, ein Tänzer sollte auf jeden Fall diszipliniert sein und das durchziehen mit dem, was er angefangen hat. Und auf jeden Fall sollten wir, vor allem wir Coaches, sollten erkennen, dass wenn zum Beispiel jetzt eine Person 3 Monate bei uns mittrainiert, genau für Body Rock, sollten wir schon erkennen, dass die sich schon gesteigert haben mit irgendwelchen Kenntnissen, zum Beispiel, keine Ahnung, Attitude oder an Power, Sauberkeit und all das, genau. Und wenn das alles passt und wir auch zufrieden sind, dann geh raus und brech alle Regeln. So. Was auch noch sehr wichtig ist, was für uns Coaches oder Directors auch sehr wichtig ist natürlich, ist auf jeden Fall die Arbeit, die wir vollbringen oder vollenden, dass sie mit dem eins sind. Also nicht, dass sie nicht das, was wir machen, um jetzt irgendwie bei Body Rock dabei zu sein, sondern auch wirklich zu 100%ig hinter unserer Arbeit stehen und zu 100%ig auch diese ganzen Stile und diese ganzen Styles annehmen. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Vor allem bei uns in Nexotic sind wir fünf Coaches. Und ich meine, wir sind 35 Leute und diese 35 Leute müssen eben 5 Styles erlernen. Das ist halt nicht wirklich einfach. Aber wie gesagt, unser Body Rock Training ist auf jeden Fall ein Level höher als das, was wir bisher erlebt haben. Ich meine, wir versuchen uns immer selber zu toppen und ich glaube, mit dieser Show toppen wir uns selbst. Ja. Und wichtig ist auch, denke ich mal, dass diejenigen alle einfach fokussiert sind, einfach ein Ziel vor Augen haben. Das ist das, was super, super wichtig ist. Ich denke, da kommt man auch wirklich an das Ziel, wo man hin möchte. Also man hat einen bestimmten Start und gewisse Hürden muss man einfach nehmen und dann denkt man, kommt man gut an die Ziellinie und an der Ziellinie dann vorbei. Hat etwas Gutes geschafft. Ja. Zu guter Letzt, der Respekt. Das ist ein sehr wichtiger Respekt vor den Coaches, vor die Arbeit und gegenüber den ganzen Menschen. Meine größte Motivation ist, denke ich mal, so würde ich mal sagen, also mein Team oder ich sag mal unser Team und natürlich auch die ganzen Students, also die Schüler, die da teilnehmen. Das ist so meine größte Motivation.
ja, wir haben natürlich auch schlechte Zeiten wie jede andere Crew auch. Wir haben auch natürlich schwarze Schafe wie andere Crew auch. Aber wir suchen da jedem die Chance zu geben, nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und auch sehr positiv zu bleiben und das Ziel vor Augen zu halten. Und mit den Schülern zu reden, sie zu motivieren. Und bis jetzt hat es eigentlich ganz gut geklappt. Disziplin, Respekt ist natürlich sehr wichtig. Wenn das ist, dann denke ich, gibt es da auch nicht so viele Probleme. Aber klar gibt es auch Zeiten, wenn wir jeden Tag trainieren wie wir, jetzt schon über Monate, fast jeden Tag, dann ist man natürlich fertig. Aber versuchen, das Ziel vor Augen zu halten und alle mitzuziehen. Also, ich würde mal sagen, ihr werdet Exotic live erleben. That's it. Mehr verraten wir nicht. Es war diesmal sehr schwer für mich, die Musik zusammenzustellen. Wir Coaches haben uns davor zusammengesetzt und das Konzept geschrieben. Jeder hat seine Ideen reingebracht. Ich habe mir alles angehört und versucht, da so das Ganze, das Beste rauszuholen. Ich hatte eine Auswahl von 180 Songs und musste natürlich die 5-6 besten Songs raussuchen. Das war eine richtige Arbeit und ich habe noch nie was in der Art gemacht, also beziehungsweise in der Art, wie wir es jetzt vorhaben, das, was ihr auch sehen werdet, habe ich noch nie gemacht. Das war echt eine neue Erfahrung für mich, so eine Musik zu schneiden. Aber ich denke, es ist uns gut gelungen. Ich musste viel ausprobieren, habe auch viele Songs gewechselt, aber ich denke, wir sind zum guten Ergebnis gekommen und wir sind eigentlich sehr zufrieden. Und ja, seid gespannt. Ja, ich denke, wir trainieren jedes andere Team auch. Normalerweise 1-2 Mal die Woche. Und jetzt für Bodyrock natürlich ein bisschen intensiver. Also wir können schon mal jeden Tag. Ja. 6-7 Tage werden, brauchen wir natürlich eine Pause, weil die Regeneration ist ja super, super wichtig. Bei uns ist das übliche eigentlich Warm-up, Krafttraining, verschiedene Stile von den Coaches, also verschiedene Choreografien. Und ansonsten, wenn es ums Konzept geht, setzen wir uns mit dem Team zusammen, also wir beide als Director und mit den Coaches, und versuchen ein bestimmtes Thema zu erarbeiten und dann geht jeder Coach oder jeder Choreograf seinen Song oder sein Schema durch und das wird dann vorgeführt und wir bauen es dann halt Step by Step zu jedem Song dann immer aufeinander auf. Und wir hoffen natürlich auch, dass da was Gutes dabei rauskommt. Also, danke fürs Einschalten, danke, dass ihr alle zugeschaut habt und unser Interview angehört habt. Danke auch an Bodyrock selber, Anna, Porky für den Kontakt und dass sie das uns ermöglichen. Und vor allem auch danke an Raik aus Hannover, an die Finest Competition in Hannover, Germany. Dadurch haben wir es geschafft, da teilnehmen zu dürfen. Thank you. Danke auf jeden Fall. Wer weiß, vielleicht machen wir nächstes Jahr wieder mit bei Finest. Supportet uns. Wir hoffen, wir können Deutschland oder Europa gut representen. Wir hoffen auf viel Support. Wir geben unser Bestes, versprochen. Und ja, mal schauen. Danke. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. This is Kimo. This is Holly. I'm Johnny. This is David. And this is Johnny. We dance for Exotic. Peace.